Hallo! Warum sage ich Hallo? Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Time Radio. Ich bin erst mal zu sehen, und das ist nicht vorgespult, sondern... Oh, eine Wale. Okay. Ich hab keine Ahnung, wer es ist. Oh, er! Er ist es, er! Das habe ich als Kind nie geschafft. Vor einem anderen Kanal habe ich extra ein Video gemacht, wie man den kriegt. Jetzt weiß ich das sogar so. Ach. Was da hier? Ich hab den sogar irgendwann mal übersprungen. Irgendwann hab ich den so hinbekommen. So. Okay, jetzt gegen mich! Der zuerst sprüht, ist der König! Hier ist die Karte. 3, 2, 1, go! Jo! Wo ist vom Fitten? Fake, und wirklich. Das ist nicht sehr. Ah! Du springst da runter, ich grinde das Teil. Ja. Wer macht jetzt... Wer keine Ahnung hat, das ist so mies. Er fährt so einen Umweg und wer das nicht checkt, der... Ja. Ah. Auf jeden Fall, jetzt bin ich ihn schon mal ziemlich voraus. Ich warte mal, also nicht. Hier würde jetzt auf uns warten, aber nur eine gewisse Zeit lang. Auch nicht wirklich. Springen wir da hin. Ja, da sollte ich auch runter. So, jetzt dreht er eine Runde. Ryan Judge gegen die alte Profi. Und wir können uns einfach nur geradeaus. Das ist Ironie. Dann sollen noch ein paar Tricks machen und er wird nicht fliegen. Hauptsache, ich weiß jetzt noch, wo ich lang muss. Das weiß ich leider nicht. Ah, doch, weiß ich. Ganz ehrlich, dieses Level ist so schwer, wenn man keine Ahnung hat, wie das geht. Muss ich zugeben. Ah ja, mir fällt gerade ein. Ja, genau. Man kann irgendwie die ersten drei Charaktere, die man hat, auch in bestimmten Bereichen zuordnen, wie auch die späteren Charaktere. Oh ja. Yeah. Und, Beat ist Shibuya. Er ist, glaube ich, Kugane. Und, die andere, die ich nicht mag, die ist, Gam ist, okay, ich bin dabei. Die ist hier, Shibuya. Und die anderen Charaktere sind halt, je nachdem, da, wo man sie auch findet. So, Jet Crush. Dann schon mit deinen Leuten ein Straßen rein. Ja, genau. Hier würde ich dann gegen Gam. Ja, gegen Gam fahren. Das können wir auch mal machen. Nee. Nee, Ted war der Typ. So. Und machen wir es mal mit Jojo. Ja, ja, ist okay, jetzt tanzt er rum. Jetzt muss man wirklich wie ein Profi fahren und Jojo ist scheiße dafür. Ja, das ist jetzt etwas schwerer als das Rennen von gerade eben. Ich kann schon sagen. Jetzt muss man wie eine 1 fahren. Denn wir machen das ein andermal. Ich hab schon 5 verloren. So. Aber das Jet Graffiti wollte ich mal machen. Das machen wir dann mitmachen, mit dem Jojo. Mit dem Jojo. Aber es wäre scheiße. Okay, gleich müssen wir ordentlich zurückgeschrieben werden. Aber egal. So. Yo. Das Geräusch echt. So, Levelkarte. 15 Graffiti nur? Das ist irgendwie peinlich. Wir sind jetzt in ganz Shibuya. Shibuya. Das andere. So. Hier kann ich noch nicht hin. Hier gibt es keine Sprühkan. Lol. Na gut, das machen wir erstmal. So. Hier ist das Schild. Und geschafft. Gibt's da rein. Ich muss jetzt irgendwie hier raus. Ich finde nie den Ausgang aus. Wie heißt das Gebiet nochmal? Oh, ich lappige Lappen.
Muss jetzt mal einen Ausgang finden. Ah ja, man kann übrigens hier super fliegend und fliegen. Ah ja, wenn man die einfachste Methode, um in ein Level Jet zu bekommen, mach alles bis auf ein Graffiti, nutze die gesamte Zeit, um Tricks zu machen und dann spiel das letzte Graffiti, wenn du so eine bestimmte Punktzahl hast. Oder kurz vor die Zeit ausgeht, je nachdem, ob du das kommt. So, wir sind jetzt in diesem kleinen Gebiet. Und hier gibt's auch nicht Flaschen, ja. Was? Du kannst... Das ist einfach eine Pussy. Wahrscheinlich hat mein schwuler Freund irgendwie immer seine Handtasche dabei, weil ich so fragen kann. Nichts gegen Schwule, Schwule ist ein Nee, ich wollte echt nicht keinen Schwulen damit bleiben. Und ich glaube, es gibt auch starke Schwule, also... Ich will jetzt auch zu reden, bevor ich hier alles schlimmer mache. Boah. Jojo ist einer von denen, oh nein. Er hat diesen super beschissenen Sprühstil. Fuck. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich mich hier so vertouren. Seht ihr schon, ich kann mir auch nicht sprechen in so einem Blümchen. Da. Unser fettes, unsinniges Graffiti. So, okay. Dann rampen wir mal rüber in dieses Stadtviertel und machen zwei Graffiti. Oh, je. Das ist besser in der Wurst. Okay. Da können wir raufspringen und Need for Speed. So. Sehen wir nicht ganz so gut. Yeah. Boah, ist das anstrengend, ihn zu sprühen, das geht auch nicht auf die Finger. Naja, was weiß ich. Ah! Zwei Graffiti so gesehen, denn die müssen wir nicht machen. So, wie geht das nochmal? Darauf springen. Und verpackt. Oh, wahrscheinlich hat er auch noch nicht mal ordentlich gegeben. Oh, Jojo, du... Ach, das ist schon wieder dieser Moment, wo ich aufhören sollte zu reden. Genau. So. Also. Das eine ist dort. Oh, das mach ich. What? What the? What the? What the? What was the? What the? What the? What? Ich glaube, wir machen das anders. Hey, fresh aus, ich mag das. Das ist sinnlos. What the... Oh ja. Yeah. Deswegen perfekt, ich glaube, die ist da drüben. Und... Yes. Und ich glaube, die ist da drüben. Ah, ah. Okay, wir wagen es. Wir grinden da runter, machen dann einen Wallride und dann grinden wir wieder auf die andere Seite. Los. Kann man einfach nicht platten. Ah! Wieso hab ich das gemacht? Ah! Verdammt. Ich werde in diesem Level noch sterben. Mann! Nein, warte! Wenn die U-Bahn... Ah, in der U-Bahn gibt es auch noch zwei Graffiti-Souls. Ne, die U-Bahn kommt man nicht mal normalerweise. Oh, so. Walljump. Und dann darüber. Ah! So ein Replay, so fett war das. Machen wir mal unser cooles Haste. Ich glaube, das, was ich vorhin vorhatte, war richtig. Gut, nochmal alles von vorne. Mensch, das ist ja anstrengend. Ich glaube, in Jet Set Radio Future, in
Nachfolger von Let's Radio. Das ist noch schwerer und es geht tatsächlich. So. Ui, was ist das? Swag. Und dann, oh. Irgendwo. Ui. Oh, was ist das jetzt? Ha! Nice. Ja! Läuft ja! Läuft ja! Okay. Noch 18 Erfolg. Ui! Ja, mal wirklich tatsächlich mit dieser... Wir haben wirklich nur 15 gebraucht und wir haben so noch ein extra Gebiet gemacht. Nice. So, wir nehmen die U-Bahn, um zurückzukommen. Und nur was mit Uli ist. Da ist sie nicht. Okay. Hm. Rein theoretisch müssen wir den Eingang finden, wie wir hier rein. Ich nehme alles zurück. So. Marke. Ich auch keine, aber egal. What? Das ist also die Endstation und hier geht's. Sorry. Das nicht. Hier grindet man viel. Man ist eigentlich ziemlich cool. Was? Oh, bleib doch mal stehen. Also hier kann man. Nur wann kann man gut Punkte holen. Der Trennmann kann man auch grinden, wie man sehen kann. Aber da muss man noch hinkommen. Und man kann auch U-Bahn surfen. Ist auch ziemlich cool. Aber muss man erstmal hochkommen. Ey, verarsch mich nicht. Nee, ich mach's. Oder auch nicht. Ach, fuck, das ist scheiße. Warte mal. Hä? Wie komm ich da hin? Just what the... Na, vielleicht die andere Seite. Sie geht mir schon auf den Sack, euch auch. Yes! Gut. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, muss es hier nur noch eine Graffiti-Store geben. Ja, eine Graffiti-Store, eine Serie. Ja. Tatsächlich hat die unkreativsten Tricks, die man von diese ganzen Drehungen hat. Really. Ey. Und dann gefunden noch die andere. Ui, was hab ich denn hier gemacht? What? Bin ich. Was? Achso, nee. Ich dachte, ich wäre gerade irgendwie an der Seite von der U-Bahn gegrindet. Ich dachte, wow. Ah, hier kann man irgendwie gut umdrehen. Und die ganze Zeit nur Wallrides machen. So. Was? Was? Was ist da gerade geschehen? Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow. Okay. Denn ich habe nicht mehr so viel Leben. Ich muss jetzt aufpassen, was ich tue. Oh! Oh, was ist denn mit Drehung? Ah! Ah! Nein! Warum bin ich gestorben? Fuck it! Oh, diese Graffiti ist noch so schwer. Yo! Wo das zukommt. Und da. So. Shit. Jetzt ist es kritisch. Der nächste Zugunfall bedeutet Tod. Das ist kein Tod. Wann haben die sich bewegt?
Gut. Das ist jetzt der andere Eingang. Okay. Und ihr werdet gleich erstaunen, wo wir sind. Und zwar... hier. Oh, das habe ich gerade selber verwechselt. Was ist das? Und hier gibt es keine Graffiti. Wir müssen noch mal Graffiti anholen. So. Gut, dass es von uns so viele gibt. Und ich schaue mich mal um nach Leben. Das ist jetzt die erste Priorität. Der nächste Sturz kann mir schon tot bedeuten. Da geht's. Hier? Ist da unten nichts? Ist da unten? Nein. Fuck. Hm. Jetzt ist alles so gefährlich. Also hier finde ich nichts. Na gut, dann schaue ich mal da drüben. Also da, wo wir vorhin waren. Boah, das ist ein langes Level, das muss ich schon... Oh, ich habe nur noch 3 Minuten. 3? Na, schon mal 4. So. Das ist ja cool. Und... Ace. Danke, das ist nur ein kurzes kleines... Nicht gegen den Regler. Ey, das Leben verzieht sich ja komplett auf. Das Leben verzieht sich komplett oder das Level? Was habe ich jetzt gesagt? Ich weiß es nicht mehr. So, ich scheiße jetzt auf alle Bonuspunkte. Ich werde einfach nur mein meine Graffiti sprühen und meine Graffiti zu erhalten. Wenn ich das Level in der Bescheide, dann war alles gerade quasi im Satz. Das wollen wir ja nicht. Warte mal, erstmal sicher gehen, dass hier nichts geht. Jetzt weiter. Ich glaube, da auf dem Schienen gibt es auch noch welche, ja. Aber ist mir egal, ich brauche jetzt erstmal Leben. Das ist mir zu gefährlich, die Schienen. Ich muss auch mal zu Leben. Mach ich das zuletzt? Das, hier ist es sicher, das weiß ich nicht. Oh, hier gab es hier wenig Flaschen. Na, dann schauen wir mal. Ja, Flaschen finden, yes. Das ist auch schon die halbe Kapazität von dem guten Jojo. Jojo, ich hab mir das gerade irgendwie komisch abgesprochen. Naja. 1260, ja, hast du aus. Oh, gut. Gut. So, eine Sache wie mir. Wie viele sind hier? 2. Okay, 2. Ist ja echt nicht viel. Oh. Ich hoffe, dass es irgendwo endlich mal Lebensflaschen gibt. Diese Aktion in der U-Bahn hat mir ordentlich Leben gekostet. Und das ist ein großes. Yes. Was? Ah, ich weiß schon. Da ist schon wieder die Note. Hier gab es sonst noch nicht. Fuck, Lebenspaar! Ich hasse euch. Wirklich, der nächste Sturz ist mein Tod. Oh, der arme Jojo, das fehlt sich schon. Kann ich nicht lieber lösen oder so? Boah. Ey, da kommt schon wieder ein Flaschen. Nice. Nein. Oh mein Gott! Boah. Und die sind alle nicht hier. Ah, wir haben noch ein paar Flaschen. Scheiße, das ist riesig. Da kommen jetzt irgendwo eine Flasche. So. Jetzt heißt es wieder zurück auf die Bahnstrecke, nicht nur U-Bahn, sondern zu. Und machen das Level hier zu Ende und kassieren die Graffiti Souls. Ich glaube, dass es hier keinen mehr geben sollte. Aber kann man es natürlich noch mal zu. Ah!
So, links weg hier. Ja, wo seid ihr? Oh. Okay. Okay. Was? Ihr seid? No. Not really. Fuck. Mein Leib. Gut, ich mach das nochmal schnell bis gleich. Boah. Ich bin jetzt... Ich hab jetzt, glaube ich, genug Yu-Gi-Oh! Gespielt für den Rest meines ganzen Lebens. Ich hab jetzt... Das ist jetzt mein dritter Versuch. Im zweiten Versuch ging mir auch die Zeit aus, weil ich eine Flasche zu wenig hatte. Und na, jetzt sieht es halt ordentlich aus. Und das auch wohl mein letztes Video. Und ihr habt auch alle Graffiti Souls gesammelt bei beiden Versuchen. Und 7 Stück. 7 Stück. Turbo. Okay, egal. Hauptsache ich hab's hinter mir. Boah. So, okay. Nein. Wir schauen uns jetzt noch an, was wir jetzt sind wir schon gefahren. So. Skate oder ist das ein Skateboard? Wenn es ein Skateboard ist, dann finde ich das diskriminierend, weil Skaten cool ist. Deswegen nehme ich weiter unser altes. So. Ich bestehe darauf, dass du... Ich glaube, es gab eins, was noch cooler war. Und zwar das. Und das nehmen wir jetzt. So. So, beides von Haze. So, das haben wir geschafft. Und jetzt zu Love Attack. Ich spoiler mal, das ist das letzte Level des ganzen Tages. Wie spielt es eigentlich? Wir haben die Nachschlag in die Ecke getrieben. Mensch, die sehen sauer aus. Muss ich ein bisschen auf und Text von hinten. Oho. So. Das ist der einzige Bossfight, bei dem man schon gleich mit dem Rücken starten kann. Und das passen wir auch gleich. Und wir haben mit der Schiene zu erfahren. Na, komm. Na, Nummer 1, fertig. Hey! What the fuck? Ah ja, die Graffiti ist ausgeschrieben, oder? Schon wieder reicht. Ja! Understand what's going on here. So. Gut. Ich bin nicht nur. Ich glaube, eins ist super versteckt. Das war nicht mal super. Nein, das ist nicht das Versteckte. Weil mit super versteckt meine ich das wirklich super. Und das habe ich mal. Das habe ich aus Versehen bekommen. Mal. Versteckt eigentlich auch, aber naja. Und sehe ich auch keine Ahnung, wie die beiden Tassen sind. Da ist noch eins. Ah, ich hab noch einen. Oh. Kann doch richtig geheim. So. Ah, da gab es auch noch 2. Das kann ja gemein sein. Nee, nee, es hat noch ein richtig geheimes. Man musste wirklich durch irgendwas durchbrettern und dann wird es nicht spannend. Da irre ich mich auch und weiß das mit dem anderen Level, aber... Ich bin hier richtig. Oh.
Oh, dass sie sich da teilt, ist so fies. Ha! Habt ihr das gesehen? Die Nummer 13. In diesem Schilder versteckt. Weiß man wieder. Und wir wollen. 5 Graffiti Souls. Und wir haben Jet. So muss es laufen. Let's get scratching. Martians come all the way to Earth just to listen to us. We're Tokyo's finest pirate radio, Jet Set Radio! One of the fallen love shockers was holding a golden rhinoceros badge. The golden rhinos are a gang of ruthless Asian killers. Rumor has it, they're the ones who kidnapped Poison Jam too. The Rokuku group is run by a strange fella named Goji Rokuku. It's a huge business conglomerate that pretty much owns the city. Rokuku Project 2000 is Goji's big city improvement plan to increase productivity and prosperity in the area. The future of Tokyo, he says. If you ask me, it's just a bunch of bull. Them guys have been erasing a lot of GG graffiti. Are the GGs gonna sit back and take it? The Golden Rhinos and the Rokuku Project got nothing to do with me, and it's dangerous to get involved. But you gotta give back what you take, right? Teil 2, Kamon Q. Was ist damit auf sich? Ich fahre den nächsten Mal.